Moin moin aus dem Norden. Ich mache heute einen Nudelsalat und zwar einen mediterranen Nudelsalat, also keine Mayonnaise. Dafür habe ich hier schon Nudeln vorgekocht. Ich habe hier diese Spiralnudeln, die heißen Girandole. Und dann nach dem Kochen, so bissfest wie ihr wollt, mit Kaltwasser abschrecken, dass die nicht so zusammenkleben und dann gut abkühlen lassen. Dann gelbe Paprika als Farbkontrast zu dem Rot und dem Grün. Kleine Cocktailtomaten oder Kirschtomaten. Und dann habe ich hier getrocknete, eingelegte Tomaten. Dann nehme ich Oliven. Entweder eine mittlere oder hier habe ich zwei kleine rote Zwiebeln. Und etwas Kräuter bei mir aus dem Garten. Und ihr könnt das vom Markt kaufen. Da habe ich hier Oregano. Die Blüten können ruhig mitverwendet werden. Ein bisschen Petersilie und Thymian. Und für die Salatsoße, da nehme ich ja eben keine Mayonnaise, sondern ich mache mir so ein kleines Dressing aus dem Saft einer Zitrone mit Senf und Honig zum Emulgieren, Salz, Pfeffer und Olivenöl. Und wer mag, kann noch etwas Essig dazu geben, muss man aber nicht. Ich mache das meistens nur mit Zitronensaft. So, jetzt geht's erstmal ans Gemüse putzen. So, ein Zwischentipp. Ich häute mir die Paprika etwas. Ich schäle die Haut ab. Man kann das natürlich auch im Backofen grillen und dann die Haut abziehen. Ich möchte aber die roh behalten. Und dafür habe ich hier so einen Gemüsesparschäler. Der schneidet wirklich ganz, ganz fein. Und dann ziehe ich einfach hier so Stück für Stück die Haut ab. Das klappt wirklich gut. Und natürlich kriegt man nicht 100% ab, aber das meiste. Und dadurch wird die Paprika bekömmlicher. Denn viele sagen, ich vertrage keine Paprika oder ich esse die nicht, weil sie dann noch so aufstoßen müssen. Und wenn man die Haut entfernt, hat man das nämlich nicht. Das Dressing. Ich habe jetzt hier die Zitrone ausgepresst und hier reingegeben. Bisschen Pfeffer schon, ich gebe noch was dazu. Nudeln vertragen ja auch gut Pfeffer und Salz. Sie müssen auch gut gesalzen gekocht werden. So, hier mache ich erstmal nur eine Prise rein. Und jetzt kommt hier ein Esslöffel Senf. Das ist mein Emulgator. Und damit das nicht so sauer ist, gebe ich hier einen guten Teelöffel Honig rein. Das ist Geschmackssache. Der eine möchte süßer, der andere saurer. Also erstmal mit einem Teelöffel anfangen. Und wem das zu sauer ist, der nimmt halt einen Esslöffel. Ich nehme meistens etwas mehr. Zu sauer mag ich es nicht. Aber das ist wirklich Geschmackssache. Und jetzt muss ich das Ganze erstmal aufmixen. Das mache ich mit dem Mixstab. Damit das schon mal eine Bindung hat. Und jetzt kann ich mir Öl dazugeben. Nicht gleich so viel. Ich möchte eine gebundene Masse haben, aber nicht zu dick, denn ich will ja hier kein Salatdressing für grünen Salat machen. Und wem jetzt Olivenöl alleine zu streng ist, der kann dann noch ein normales Öl mit dazu nehmen. Schon eine ganz gute Konsistenz. Das probiere ich gleich nochmal. Und ich gebe jetzt hier meine Kräuter mit rein. Die mixe ich nämlich mit durch. Dann hat man nachher nicht so viele Kräuterteile im Mund, die einen dann zwischen den Zähnen hängen. Und das zupfe ich mir hier ab.
habe ich vorher ein bisschen gewaschen, zupfe mir hier ein bisschen die weichen Teile ab, nicht die Stiele. Und von dem Oregano ziehe ich das hier so ein bisschen runter, so wie man das auch mit Rosmarin macht. Und dann zeige ich euch gleich weiter. Es sollte eine leicht gebundene Konsistenz haben, wie man das hier in etwa sieht. Und ich habe natürlich noch einen Löffel Honig dazu getan, denn mir ist das so zu sauer. Am besten probiert man das mit einer Nudel, ob das gut ist. Denn, wenn ihr das so probiert, ohne irgendwas, ihr trinkt das Zeug ja nachher nicht, sondern das ist ja über einen Salat. Es ist besser, dass man das auch gleich mit einem, ja, mit einer Zutat vom Salat probiert. So kann man am besten entscheiden, ob noch mehr Salz oder noch mehr Honig. Und eure Säure ist dabei ja entscheidend, wie ihr das mögt. Endspurt. Jetzt kann ich alle Komponenten zusammenführen. Die Kräuter kriegt man natürlich im Sommer immer. Ich mache diesen Salat auch nur im Sommer. Ich finde, das ist ein absoluter Sommersalat. Und ich habe die Zwiebeln hier ganz fein geschnitten. Und zum Grillen ist der, oder zum Grillfleisch ist der super geeignet. Die Paprika in kleine Stücke geschnitten. Die Tomaten geachtelt. Oliven halbiert, wenn die größer sind, dann zweimal durchschneiden und die getrockneten, eingelegten Tomaten auch so in kleine, mundgerechte Stücke. Und jetzt kann ich mir das Dressing hier rüber verteilen. Das ist nicht so viel, das braucht es, die Nudeln saugen. Aber das Gemüse bringt ja auch noch etwas Flüssigkeit mit, insofern mir ist das nicht so trocken. Das ist ein absolut super Sommergericht. Im Gegensatz zu unserem Nudelsalat von Mutti, den wir seit 30 Jahren essen. Und den kann ich nur echt nicht mehr sehen. Nudelsalat 2.0. Modern, frisch, zeitgemäß, mediterran. Und von den Farben her finde ich sowieso den wunderbar. Ja. Es fehlt noch ein bisschen Grün. Das kann man zum Servieren nachher noch einige Stängel Petersilie oder Basilikumblätter oben drauf legen. Und dann haben wir es. Wobei jetzt dieser natürlich erstmal noch durchziehen muss, einen halben Tag. Aber so würde das schon mal aussehen. Ich probiere jetzt. Fantastisch. Super. Säure, Salz, stimmt alles. Ich habe die Nudeln schon mit viel Salz gekocht. Und jetzt kann das getrost einen halben Tag durchziehen. Also wenn man das morgens macht, geht das wunderbar. Unbedingt die Nudeln abspülen nach dem Kochen, sonst kleben die. Man will hier die Stärke nicht haben im Salat. Währenddessen, wenn man warme Nudelsoßen macht, will man ja, dass die Soße anklebt, aber hier in diesem Falle nicht. Und da bin ich auch schon wieder zurück. Und ich finde, das sieht einfach super, super appetitlich aus. Und es schmeckt wirklich wahnsinnig gut. Da ist nicht viel Öl dran, keine Sahne. Also der ist super bekömmlich, trotz der Pasta. Versucht das nachzumachen oder beziehungsweise versucht es zu essen. Macht es nach, es ist super lecker. Und wenn euch das gefällt, dann würde ich mich über ein Like von euch sehr freuen. Danke und tschüss.